Ja, und hallo zu einem weiteren FIFA-Video hier auf meinem Kanal Duell 60, meine Fußballfreunde. Wir machen weiter mit der 60er-Karriere. So, da sind wir auch schon zurück. Die ganzen Transfervorschläge, wo ihr geliefert habt und wo ich mir auch selbst welche rausgesucht habe, die findet ihr alles nach dem Derby. Auch nach dem Derby gegen Bayern gibt es erst die Abstimmungsergebnisse. Denn ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und würde sagen, wir legen doch direkt in dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern los. So, dann starten wir direkt rein. Es gibt die stinknormale Startelf. Wir sehen uns beim Anstoß wieder. So, da sind wir auch schon. Ich würde mal sagen, gleich als Vorwarnung für euch, es wird ein dreckiges Spiel werden. Im Sinne von solchen Blutgrätschen und so. Weil ich meine, es ist ein Derby. Da ist es Drama pur und Killer gleich mit einer super Parade Hilfe. Musste uns direkt mal den Hintern retten. Super. Und jetzt Schmidt ist durch. Schmidt ist durch. Sieht da nochmal Mölders. 1:0 für die Löwen. Nach 11 Minuten im Spiel. Das Tor von unserem Kapitän. Vom Alpha-Löwen. Vom Fußballgott. Vom Sascha Mölders. Und das sind einfach nur Emotionen. Deswegen schreie ich auch gerade so. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut für euch. Aber hier müssen einfach die Emotionen spielen. Im Duell, im Derby, im Spiel um Platz 1 in der Stadt. Denn die Nummer 1 der Stadt, die sind wir. Und München ist blau. Schön wieder umgedreht und ohne zu faulen. Das macht ihr super bis jetzt, Jungs. Neudecker mit dem Ball auf Schmidt, der jetzt quasi durch ist, aber viel zu weit außen, schießt auf Spitzenwinkel, 2:0, Christoph Schmidt, wer ist dieser Neuer, wer ist das, der kann ja gar nichts, und hier beweisen wir es endlich, die Nummer 1 der Stadt sind wir, schöne Drehung noch von Schmidt und dann droppen ins kurze Eck. Neuer ist halt einfach schlecht. So wie alle von den roten Münchnern. Und es steht 2:1 durch einen Roten. Da haben sie sich einfach durch die Abwehr durchgepasst. Mein Foul hat nichts gebracht, aber egal. Und zur Halbzeitpause steht es 2:1 für die Münchner Löwen gegen die roten Luschen. Oder auch die Münchner Säue. Säue? Ich hoffe mal, es war es. Ist es Säue? Da schauen uns alle die ganzen Münchner Säue.
Ja, alles klar, er fällt einfach 5 Jahre, nachdem ich ihn theoretisch gegrätscht habe, aber egal. So, Elfmeter für die Roten. Der schießt nach rechts. Nee, er schießt nach links. Nee, andersrum. Ich habe die richtige Ecke gecallt, obwohl ich es außerdem falsch gesagt habe. Alles klar. Und damit steht es 2:2. Egal. Es ist ein dreckiges Spiel. Mölders mit dem Ballgewinn. Der Fehler von Neuer. Schießt der Mölders ein Tor? Nein, er macht es nicht. Denn Neuer pariert und kann seinen Fehler leider wieder gut machen. Lange mit dem Ball auf Mölders. Mölders schießt. Tor! 3:2. Sascha Mölders! Und da gehen wir wieder in Führung. Dank unserem Kapitän, unserem Fußballgott, unserer Nummer 9, Sascha Mölders, schön in die kurze Ecke gezielt. Und den kann der Keeper eigentlich auch mal haben, wenn man schon Manuel Neuer heißt. Das ist auch nur ein Name und der ist halt einfach schlecht. Und Schluss! Wir gewinnen dieses spannende Spiel mit 3:2. Und die Bayern, zu denen kann man einfach nur sagen, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Ihr seid so schlecht, ihr seid einfach nur Noobs. Und Mölders hier eindeutig der Mann des Spiels, auch wenn Judge Steinhardt gezeigt wird. Und solche Bilder sind einfach nur schön, wo die Löwen die Roten aus München schlagen. So, wie ihr seht, auch Augsburg hat verloren tatsächlich. Und bis jetzt gab es keine Überraschung, verstehe. Und eins kann ich noch sagen und das muss ich noch loswerden. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey! Hey! So, also es gibt jetzt 2 Vorschläge für das Thema heute. Der eine, Philipp Pentke, der kam von einem Kumpel von mir, der hat mir das so vorgeschlagen mündlich, deswegen gibt es jetzt auch keinen Kommentar. Und ich selber würde jetzt einfach mal noch Hendrik Bonnmann auf die Liste packen. Einfach, weil dann hätten wir einfach eine Auswahl zwischen 2 möglichen Keepern. Die werden gerade beide gescoutet, beide sind auch möglich zu verpflichten. Und ich würde euch am Schluss dann einfach eine Abstimmung geben, wo es darum geht, ob ihr ihn verpflichten sollt oder nicht. Des Weiteren findet ihr noch eine 2. Abstimmung, weil ich möchte jetzt nochmal sicher gehen. Es gibt mittlerweile den Kollegen Leandro Magalla in FIFA. Ihr seht jetzt gerade hier in diesem Bild auch seine Stats und so. Wie ihr sehen könnt, er hat eine 55 und 76 Abwehr. Und, nicht Abwehr, 76 Dings. 76 Potenzial. Hashtag Lost in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ihr dürft jetzt nochmal, falls ich da war, abstimmen. Wollt ihr ihn noch haben? Auch wenn ihr jetzt diese Werte seht. Oder sagt ihr jetzt lieber, nee, brauchen wir nicht. Oder holt ihr nicht. Also wenn ihr sagt, okay, holen wir, dann wird es ihn ab nächster Folge geben. Und nur zur Info, wieso ich das nicht am Anfang der Folge gleich gesagt habe, das Bayern-Spiel war wichtiger. Das wäre
verrückterweise gewonnen haben. Und dann würde ich jetzt mal sagen, es geht gleich weiter zum nächsten Ligaspiel, außer beim monatlichen Scouting-Update ist irgendein Nennenswerter dabei. Ja, ich würde mal sagen, dieser Felix Steiner. Ich meine, 500.000 Marktwert, okay. 94 Potenzial. Ich würde mal sagen, der Kollege muss mal mitgenommen werden. Und auch diesen Alexander Resch nehmen wir jetzt mal mit. So, hier seht ihr mal noch kurz die Jugendschule. Irgendwie nur Österreicher. Okay, oh, Felix Steiner ist ein Außenverteidiger, was sehr gut ist. Weil so viele talentierte Leute gibt es auf den Außenverteidigerpositionen laut FIFA nicht. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich einen dieser Leute mitnehmen soll oder ob ihr aktuell sagt, alle in der Jugendschule lassen. Und dann haben wir hier mal noch ein Transferangebot für Fabian Greininger von Leverkusen. Aha. Sorry Leverkusen, aktuell weiß ich nicht, wieso ich Greininger verkaufen soll. Ich würde den erstmal behalten. Wie noch gesagt, auch bei solchen Leuten, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr solche Leute nicht doch verkaufen sollen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sind wir jetzt schon im... Okay, es war eigentlich keine lange Rede, egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon im Spiel gegen Viktoria Köln. Und nun werdet ihr gerade auch noch sehen, unser selbstgezockter zweiter Gegner für heute wird sein der SSV Jahn Regensburg, was bedeutet, gegen Köln wird schnell simuliert. Und die Folge geht so lange, bis die beiden Torhüter übrigens gescoutet sind. Wir gewinnen mit 2:1 dank Platte, der für Mölders eingewechselt wurde. Kann man mal machen. Interessant, das habe ich auch noch nie gehabt, dass einfach kommt kein Jugendscouting-Bericht. Interessant, interessant. Vor allem von beiden direkt, alles klar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon beim Spiel gegen Jahn Regensburg. Ich mache kurz die Pressekonferenz und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir am Anstoß. Ihr kennt das Ganze. Es wird wieder jetzt gleich den Geschwindigkeitsboost geben. Und wenn es wieder irgendeine krasse Szene gibt, geht es wieder zum normalen Boost. Und das war eigentlich aus von Regensburg, aber egal. Bis gleich. Schöner Ballgewinn da von Neudecker. Jetzt wollte ich gerade fast Greininger sagen. Der macht... Ich hätte schießen sollen. Ich wollte nochmal zu Mölders rüberflanken und ich hätte entweder flach passen sollen oder selbst schießen. Aber da wollte ich es einfach nochmal rüber schicken. Keine Ahnung. Was da mich für ein Bär gebissen hat. Wahrscheinlich der Marcel Bär, der zu blöd zum Elfmeterschießen ist. Zumindest in echt. Schöner Ball von Sommer auf Greininger, der hat direkt auf den Torhüter Weidinger flankt. Wieso haben die Weidinger im Tor? Ist das nicht deren vierter Keeper oder so? So, wie ihr seht, zur Halbzeit steht es 0:0. Bei uns gibt es keine Wechsel. Wir machen direkt weiter.
Oh, sehr schöner Ball von Jusman auf Schmidt. Der an Weidinger wieder scheitert. Nachschuss. Tor vorbei. Wieso komme ich einfach nicht an Weidinger vorbei? Das kann's doch nicht sein. Schöner Ball auf Meiders, der da gelegt wird und es gibt den Strafstoß und die rote Karte für Breitkreuz. Oh, ist das nicht vielleicht sogar ein bisschen überhart? Zumal ich eigentlich gedacht hätte, dass ich getroffen... Nee, wurde ich da Ball berührt oder nicht? Ich schau mal ganz kurz, ich bin gleich dabei, Elfmeter. Ich werde mir kurz die Wiederholung in... Hier anschauen, ich will wissen, ob das eine richtige Entscheidung ist. Okay, ich kann sagen, passt alles im grünen Bereich. Ich wurde am Fuß getroffen und der Ball wurde nicht gespielt und ich. Und ich bin schon so blöd wie die echten Löwen. Ich bin einfach zu blöd zum Elfmeterschießen. Das kann es nicht sein. Also jetzt langsam müssten mich die Regensburger mal bestrafen. Ich sage nur, wer sie vorne nicht macht, der kassiert sie hinten. Und auch in FIFA existiert das, Leute, das kann ich euch sagen. Ich habe nämlich am Wochenende gegen einen Kumpel gespielt. Der hat... Boah, Hilfe! Der war ja sogar wirklich fast drin, Hilfe, Hilfe. Genau, der hat Manchester United genommen. Ich war 60 München. Und... Ihr könnt jetzt glauben, was ihr wollt, aber es wurde ein 1:1 Unentschieden. Mein Kumpel hat 10 oder 11 Schüsse nach der ersten Halbzeit auf mein Tor gehabt. Ich habe 0 gehabt. Ich droppe die Aussage in der Halbzeitpause. Der kennt ja das Sprichwort, wer sie vorne nicht macht, der kassiert sie hinten. Und boom, erster quasi Angriff von mir in der zweiten Halbzeit, weil mit dem Kollegen, den ich gerade hier auch nutze, konnte ich dribbeln und natürlich habe ich direkt getroffen wegen Elfmeter. Oh, Tor! Das kann nicht sein! Genau wenn ich drüber rede, dass ich mit dem Kollegen super Dribbling gemacht habe für ein Tor, schaffe ich es einfach jetzt wirklich auch im Spiel, mit dem Kollegen super Dribbling fürs Tor zu machen. Bloß, dass ich gegen meinen Kumpel umgefault wurde, Elfmeter und den verwandelt habe. Und hier Richie Neudecker mit dem 1:0 für die Löwen gegen Jahn Regensburg. Und Weidinger macht da wirklich keine gute Figur. Das sah gerade schmerzhaft aus für die Schritten. Okay. Hashtag FIFA-Logik. Da kannst du auch mit dem Kopf gegen den Pfosten stoßen, ohne Probleme. Auf jeden Fall, am Schluss wird es dann 1:1 unentschieden, nachdem ich eben dieses 1:0 Führungstor geschossen habe. Und das Lustigste war, vor dem Spiel hat er noch so behauptet, ja, jetzt schieße ich dich ab im nächsten Spiel und bla bla bla. Ich habe wirklich nur so gesagt, man kann vor dem Spiel nie wissen, wie es endet. Und ja, vom Abschießen habe ich am Schluss nichts gemerkt. Man muss dazu sagen, fairerweise, mein Torhüter, wie auch meine Abwehr, hat echt sehr viel gerettet. Also vor allem mein Torhüter, der war quasi unüberwindbar. Aber trotzdem, wenn man sie vorne halt nicht macht, dann kassiert man sie eben hinten. Okay, ich danke dem Schiedsrichter, weil das hätte eigentlich noch durchgehen lassen müssen, diesen Angriff, und das wäre jetzt mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ein Tor gewesen. Aber dem Schiedsrichter sei Dank hat er diese Aktion jetzt gerade am Schluss nicht mehr spielen lassen, obwohl es eine eindeutige Torchance war, und wir gewinnen am Schluss mit 1:0 dank Richie Neudecker und Marco Hiller. Ja, da sind wir aus dem letzten Spiel gegen Meppen. Schnellsimulation, lang, einfach eine 71, okay, krass. Und das Spiel endet mit 1:0 dank Schmidt. So, die Torhüter sind fertig gescoutet. Ja, dann gucken wir mal gleich, welchen der beiden sinnvoller ist.
In der Abstimmung findet ihr natürlich nochmal die beiden Gesamtstärken. Also, wenn wir Glück haben, können wir uns beide leisten. Okay, Penske hat eine 71 und Bonmann hat halt eine 66. Also dürftet ihr entscheiden, wen wir von den beiden holen sollen. Mir ist beides recht. Entscheidet ihr, kann man sich Maxi Beister mittlerweile holen? Nein. Und das war's aber dann auch mit der heutigen Folge. Und ja, denkt auch an die Margala-Abstimmung. Und natürlich, nicht zu vergessen, fällt mir gerade noch ein, gibt's natürlich auch noch im Kalender die nächsten Spiele. In der Abstimmung befinden sich der MSV Duisburg, Waldhof Mannheim, der SC Freiburg 2 und Viktoria Köln. Und wir können aber gucken, wie wir im Pokal das nächste spielen dürfen. Gegen Wiesbaden, okay. So, das war's dann auch mit diesem Video. Ihr könnt jetzt oben links noch ein weiteres Video von mir anschauen. Unten links die aktuelle Playlist zu diesem Projekt FIFA 22 60er Karriere anschauen. Und rechts könnt ihr kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Servus und denkt an die Abstimmungen.